Ja, hallo und herzlich willkommen bei SwagTap. Heute mal wieder mit einem Video zu einer meiner Meinung nach ganz interessanten News. Und zwar geht es um das Samsung Galaxy Note 10.1. Da gab es ja in letzter Zeit viele Gerüchte drüber. Das Tablet wurde ja schon auf dem Mobile World Congress 2012 vorgestellt. Und heute kamen dann einige Bestätigungen. Samsung hat unter anderem auch ein Teaser-Video offiziell auf YouTube hochgeladen. Aber viel interessanter ist meiner Meinung nach, dass es ab Ende August in der Wi-Fi und der 3G-Version weltweit verfügbar sein wird. Eine LTE-Version wird noch folgen. Außerdem hat man die Hardware verbessert. Das war ja nur mit Dual-Core-CPU und mit 1 GB RAM geplant. Und jetzt bekommt das Tablet einen Quad-Core-Prozessor, nämlich denselben, der auch schon im Galaxy S3 verbaut ist. Und begleitet wird das Ganze dann von 2 GB RAM. Sprich, das wird das erste Tablet in Europa mit 2 GB Arbeitsspeicher. Finde ich ganz interessant. Leider hat man beim Display etwas gespart, denn das hat nur eine Auflösung von 1280x800 Pixel. Meiner Meinung nach ein bisschen wenig für ein 10,1 Zoll Tablet. Dafür hat man aber einen Digitizer, wie schon im Note. Und das bedeutet, dass wir Funktionen wie S-Note zum Beispiel problemlos mit einem sehr präzisen Stylus nutzen können. Und das klingt dann doch wieder sehr, sehr interessant. Ja, hier noch auf der Website von Phone Arena wurde einige Minuten später auch die Preise bekannt gegeben. Und zwar wird das günstigste Modell, also mit 16 GB internem Speicher und nur Wi-Fi, in Europa 479 Euro kosten. Das ist ein analoger Preis zum iPad, finde ich persönlich jetzt etwas zu viel dafür, dass das Display nur eine so geringe Auflösung hat. Aber gut, wir werden sehen. Ich zeige euch jetzt einfach mal einen Ausschnitt von diesem Teaser-Video von Samsung. Das hat mich echt überzeugt, und zwar zum Thema Multitasking, und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ja, ich denke, ihr habt gesehen, was ich meine. Das sieht hier schon sehr beeindruckend aus. Das Video ist fast 6 Minuten lang. Ich werde euch das unten in der Beschreibung verlinken. Schaut es euch mal an. Ich bin gespannt, ob das Ganze dann auch in der Realität so flüssig läuft wie auf dem Video. Und ja, ich werde das Tablet natürlich testen, sobald es verfügbar ist, und werde dann einige Videos dazu hochladen. Ist natürlich selbstverständlich. Das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, und sag wie immer ciao, bis zum nächsten Mal.